Ey, war, 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 Leute, was geht? Auf jeden Fall, ich heiße euch willkommen an einem gediegenen Samstagvormittag aus der Hut 6 Rottgau, heute mit dabei Pietro Mangiare, was geht? Servus Leute, was geht ab? Was geht ab? Podcast-Time. Heute mit, genau, du sagst es schon, Radio Balotelli, Spieltag 3 Zusammenfassung. Und wir machen so, wir talken natürlich über die Achtelfinalpartien und predikten die auch. Genau, predikten jetzt schon mal so und eigentlich predikten wir jetzt schon so ein bisschen unseren Turnierweg. Das können wir jetzt jede Runde machen. Mal sehen, in der nächsten Podcast-Folge würde ich sagen, halt predikten wir einfach nochmal so ein bisschen lost, aber können wir sehen, inwiefern wir recht hatten. Und ja, Spieltag 3, die Achtelfinalpartien stehen. Wales gegen Dänemark. Wir nehmen jetzt auch genau Samstag auf, heute vor den Partien. Wir wollten das alles fresh vor dem Spieltag machen. Ja, krasse Leckerbissen. Heute spielt Wales Dänemark. Das ist jetzt ein interessantes Spiel sogar, ganz ehrlich. Italien, Österreich. Spielt auch noch heute. Da gehen wir natürlich nochmal intensiver drauf ein. Dann die restlichen Partien gehe ich jetzt einfach mal schnell durch. Niederlande, Tschechien, Belgien, Portugal. Krasses Spiel. Könnte ein Finale sein, so wie es, ich sag's, wie es ist. Der Mann ist müde. Kroatien, Spanien, auch interessante Partie. Frankreich, Schweiz. England, Deutschland, auch krass. Und Geisteskrank. Schweden, Ukraine. Der Streit, wer die beste blau-gelbe Flagge hat. So. Kassim, wir starten Elnor. erstmal rein mit dem Elnor. Spieltag 3, würde ich sagen, oder? Starten wir erstmal rein. Yes, Die man. Gruppenphase ist vorbei. Ich muss Elnor. sagen, Kassim. Wenn ich jetzt mal direkt anfangen kann, ich behalte den Redestein. Ich muss sagen, gegen Ende hin habe ich tatsächlich in der Gruppenphase jetzt nicht so den Anreiz gehabt, jetzt jedes Spiel noch so krass zu gucken, auch wenn es natürlich spannend wurde jetzt. Natürlich auch Grüße ans deutsche Free TV. Ja, moin. Einfach, man hat Sky und The Zone, da kommt die M auf scheiß Magenta TV. Und Ist hart, gell? man kann die ganze Zeit nur ein Spiel gucken. Lost. Aber Magenta hat es voll schlau gemacht. Die haben es vor der EM schnell sich die Rechte gesichert und so voll viele Machen. Neuabonnenten gesneakt. Ich verstehe aber auch nicht, warum diese ganzen TV-Leute sich da nicht die Rechte claimen, alle. Die würden da so viel zu. Aber ist auch egal. Magenta TV Props gehen raus auf jeden Fall. Ja, also auf jeden Fall gegen Ende fand ich es nicht mehr so. Also dadurch, dass man nur ein Spiel geguckt hat, fand der Anreiz jetzt nicht mehr so groß, mehr zu sein, da alles zu gucken, weil man es auch nicht konnte. Lell. Aber ja, zum Glück, bisher, also eigentlich bis auf jetzt vielleicht Kroatien und das Deutschlandspiel wurden aber auch die interessanteren Spiele gezeigt, so ist es nicht. Und ja, Italien, Wales, ihre Cousin, wenn ich drauf eingehe, natürlich Mancini, er hat ein bisschen rotiert, das wusste man ja aber auch schon davor. Ja, Cousin, hast du irgendwie, fang euch an zum Spiel was zu erzählen. Ja, zum Spiel, also Abschlussspieltag, Gruppe A. Ja, also ich meine, Schweiz, Türkei ist halt genauso weitergegangen wie vorher halt, ne? Ja. Mit die Schweiz hat es halt gewonnen, komischerweise. Ich weiß nicht, die Türkei war halt dann irgendwie auch motivationslos und alles. Also zu dem Spiel muss man eigentlich nicht viel sagen. Ne. Zu Italien, Wales, ich meine, hat auf 8 Positionen gewechselt. Fand es jetzt für die, sag ich mal, zweite Garde, fand ich es gut. Okay, Wales hat mich ein bisschen enttäuscht, weil die haben sich halt wirklich einfach nur komplett hinten reingestellt. So auf So, Türkei keine angelehnt im ersten Ahnung. Spiel. Bale hat halt eine ultra krasse Chance gehabt auf seinem linken Fuß und so. Aber so, summa summarum war das schon okay. Nur ich muss halt sagen, ich kann mich jetzt nicht da anschließen, wie, keine Ahnung, die ganzen Zeitungen und alle, wow, das war so ein krasses Spiel, also fand ich jetzt nett. Ja. Wie gesagt, ich fand jetzt auch da können wir später drüber reden, wenn wir über Italien und Österreich reden. Aber ich würde jetzt sagen, einfach war okay, war gut. Die Gruppe abzuschließen mit 9 Punkten und ohne Gegentor ist dann Sind definitiv wir der super. 7 zu Einzigen 0 mit Tore. Belgien, oder? Die Einzigen, die 9 Punkte haben. Und Holland auch, glaube ich, Und oder? Holland hat auch 9 Punkte. Ja. Und Italien und England sind, glaube ich, die einzigsten, die noch kein Tor kassiert haben bis jetzt. Also auf jeden Fall kann man sagen, wir waren eigentlich von der Vorrunde her betrachtet, waren wir, glaube ich, die krassen Mannschaft, aber wir haben kein einziges Tor kassiert. Also so auf Papier her. Ja, Aber aber es ist wir. immer schwer zu sagen, also auch Ja. anhand der Gegner angelehnt. Ich meine, jetzt beginnt halt das Turnier so richtig. Ich meine, klar, die italienische Mannschaft hat voll überzeugt, kann man nicht sagen. Ja. Nur ich würde halt, wie gesagt, trotzdem probieren, den Ball flach zu halten. Keine Auf Ahnung, ich jeden würde halt Fall. gucken.
Ich würde halt auch den Spielern sagen, die sollen nicht so viele Interviews geben, wenn ich das von Insigne gehört habe, wieder, wir haben keine Angst vor Österreich. Ollum, der ist 1,60 Meter, der soll aus dem Bälleparadies abgeholt werden, der sollte sich mal beruhigen, der junge Mann. Will einfach mal Fußball spielen und ich bin halt eher der Meinung, dass die Jungs, weil ganz ehrlich, diese ganze Euphoriewelle kann auch zu viel sein. Mancini muss die, wie wir schon oft gesagt haben, runterholen, weil ey, ganz ehrlich, die sind gut, alles super, dies, das, aber jetzt kommen ganz andere Aufgaben auf die Jungs zu. Ja. Und deswegen, ich würde einfach mal chillen und gucken, dass ich trainiere und meine Maul halt, so, weißt du. Ja, man muss auch wirklich sagen, ich meine, wir sind ja jetzt auch, wenn jetzt Österreich, wenn wir vielleicht sogar neben anhand des generellen Turnierbaums haben wir eigentlich echt ein Geschenk bekommen, kann man wirklich, also wir haben den auf Papier wahrscheinlich mit den einfachsten Gegner bekommen, den du bekommen kannst. Das Problem ist nur, Yes. wir sind jetzt im Achtelfinale einer EM. Hier sind jetzt keine Bauern mehr auf dem Feld. Also ich meine, die haben da, das sind jetzt nicht irgendwelche, guck mal, ich weiß jetzt nicht wer, aber die sind jetzt nicht so inkompetent gegen die Leute, die wir spielen. Ja, wollen wir jetzt schon über Italien, Österreich reden Nee, oder nee, später? ich wollte so generell nur ein bisschen, Ach so, wie du willst. also ich muss auch wirklich sagen, von generell jetzt beim Wales-Spiel, ja, ich weiß jetzt nicht, ich meine, wer mich, würde ich sagen, komplett enttäuscht hat, war der komplette Angriff, sage ich so, wie es ist. Also ich finde, da ging es ja so wenig. Also da wurde zwar Betrieb gemacht worden, aber das war so ungefährlich alles da vorne. Also da waren wir ja nicht mal nah dran, zweites Tor zu machen teilweise. Das Der fand Einzige, ich. der sich gerettet hat, war eigentlich der Chiesa, weil er Ich es ha halt oft 1 gegen 1 gesucht hat und ja, so, er aber hat's die anderen gesucht, beiden aber Totalausfall. der war hat's gesucht, aber der war meiner Meinung nach so abschlussschwach, fand ich persönlich. Ich habe da nicht, wenn vielleicht ein gefährlicher Schuss, aber da sind nicht mehrere gefährliche Situationen halt gut ins 1 gegen 1 gegangen. Klar, kann immer mal gefährlich werden, scharfer Pass in die Mitte oder sowas, aber da hätten wir, also um ehrlich zu sein, weil natürlich da ein bisschen reingestellt, die Waliser, so ist nicht, aber da hätten wir eigentlich, und wir waren, guck mal, wir waren so gute 50 Minuten in Überzahl. Und deswegen, da hätte ich mir eigentlich mehr erhofft noch, muss ich ganz ehrlich sagen, gerade auch von der zweiten Mannschaft, die eigentlich jetzt mal hätte zeigen können, was sie jetzt so drauf haben und ob die sich vielleicht auch mal ein bisschen um die Stammplätze kämpfen, weißt Vor allem spielst du auch zu Hause so in dem du? Spiel, Ja, da willst du doch mal was das war präsentieren. das letzte Spiel, wo du noch zu Hause jetzt spielst. Also Vor ich allem weiß nicht, ich fand es ein bisschen alle. komisch. Ja, es ist krass. Vor allem, was halt ultra genervt hat, war die 13-jährige Co-Kommentatorin, alle, Ja, die dann noch Digga, gemeckert ist. ja, das war Sind ich, sowieso ey, weißt du, Schlimmste. ich kann die Diskussion aber auch nicht mehr verstehen wegen der roten Karte. Das war zu hart, Digga. Der geht doch nur auf den Fuß. Der Ball ist doch 80 Kilometer weg. Ist doch eine ganz klare rote Karte. Was gibt es da Ja, zu auch diskutieren? wenn es natürlich nicht, war es nicht, kann man sagen, was man will, auch wenn es nicht beabsichtigt war, dass er zu, natürlich will er zum Ball Wahnsinn, gehen. der hat das ganze Gewicht auf den Fuß Ja, verlagert, klar, Körper. Der hat ne. komplett draufgetreten. Naja, das weiß ich ja, also es ist ja schon klar, das ist eine glasklare rote Karte, so ist nicht, der ist weit weg vom Ball. Natürlich ist das da keine Absicht, das wissen wir ja, aber es ist, ich verstehe diese Diskussion da die ganze Zeit nicht. Also die Leute, die da sagen, dass das eine gelbe war, die haben echt keine Ahnung vom Fußball. Ich meine, das war, wenn der, also selbst wenn der Ball in der Nähe wäre und er nur auf Fuß gegangen wäre, das ist eine rote Karte und der Ball war einfach eine Meile weit weg. Das ist das Problem an der Ja. ganzen Geschichte. Und das ist dann, also ich meine, die müssen dann, glaube ich, mal ins, keine Ahnung, ob es irgendein Fußballgesetzesbuch Regeln gibt, alle für Schiedsrichter in der Ausbildung, was weiß ich, die sollten sich das vielleicht mal durchlesen. Aber gut, also ich habe mir, wie gesagt, also ich will jetzt auch gar nicht mehr so krass aufs Spiel eingehen wie auf die anderen. Ich meine, das war jetzt meiner Meinung nach hier, ich kann mal die Statistik, ich Arsch. meine, wir hatten 70% Ballbesitz, 23 Schüsse, aus 6 aufs Tor, nur ein Treffer, also da hoffe ich mir ein bisschen mehr jetzt für die K.O.-Phase. Herr Pepp wäre stolz. Ja, 91% Passgenauigkeit, Leute, lasst euch davon nicht beeinflussen. Wir haben ja auch die ganze Zeit nur den Ball gehabt. Und die haben sich ja nur hinten reingestellt. Ja, lass weitergehen von dem Spiel, das ist unnötig, Gut, glaub mir. Türkei-Schweiz haben wir schon gesagt. Also Türkei-Schweiz, das war, keine Ahnung, was soll ich dazu sagen? Türkei in allen Belangen enttäuscht, wirklich. Also wir haben uns da wirklich, also wirklich, wir haben da jetzt gedacht, dass sie da irgendwie, was weiß ich was, dass sie da wirklich, dass wir uns mit Italien und Türkei, dass wir uns im Finale wiedersehen, so haben wir alle gedacht, weil die so eigentlich so krass gespielt haben. Aber es war ein bisschen lost, muss man sagen, von der Türkei her. Schweiz, keine Ahnung, kann ich ja nicht so viel sagen. Kann mal gefährlich sein, aber sehe ich jetzt auch jetzt nicht so das ganz große Potenzial da drin, muss ich ganz ehrlich sagen. No. Was denn? Ich habe einfach so Elnor gesagt, Achso, weil okay. die Schweiz mich absolut kein Meter interessiert, Digga. Genau. Das Einzige, was mich an der Schweiz interessiert, ist.
Genau, gar nichts. Digga, mich kotzen auch mittlerweile diese Interviews an, Digga. Jedes Mal hocken die sich dahin, alle, weißt du, der Chaka, dann der Bale im letzten Spiel und jetzt der Arnautovic auch schon wieder. Ja, voll die großen Reden schwingen und am Ende stehen sie alle zur Hälfte im 16er drin, Digga. Ich kann's nicht mehr hören, alle. Weißt du, ich meine, entweder ich gehe dahin und spiele, um zu gewinnen, alle, oder ich halt's Maul vorher und dann stelle ich mich hinten rein. Aber ich kann es nicht mehr hören wie der Chaka. Ja, wir werden zeigen, dass wir fußballerisch mithalten können. Digga, die sind nicht einmal über die Mittellinie gekommen, Alter. Weißt du, wie ich meine? Was ist das, Alter? Weißt du, ich kann es nicht mehr hören, ohne Scheiß. Alter, dieses ganze dumme Rumgelaber vorm Spiel, Alter, von wegen, oh, wir sind eine super Mannschaft, wir haben technisch starke Spieler, wir sind physisch stark, wir spielen alle in Top-Ligen und dann kommen sie dahin, alle, und stehen zur 11. im 16. Digga, was ist das, Alter? Fühle Weißt du, ich meine, sind wir 100% hier überein. 1964 oder was, Alter, Digga, dass sich jeder bunkert, Alter. Ey, ganz ehrlich, Digga, so hab ich mich gebunkert, Digga, wo ich mit TGMSV Jügesheim gegen, keine Ahnung, Digga, gegen Juventus Turin U10 gespielt habe in Düsseldorf. Da hab ich mich gebunkert, Digga. Ja, das verstehe ich auch, aber da habe ich mich vor dem Spiel auch nicht hingestellt und hab gesagt, ja, wir sind TGMSV Jügesheim, wir spielen jetzt hier super nach vorne, wir haben keine Angst vor Juventus Turin, Digga. Ich hab vor dem Spiel gesagt, Digga, wir stellen uns hinten rein, es geht ums 0-0, fertig. Punkt. Aber ich kann es nicht mehr hören, Digga, dieses ganze dumme Rumgelaber auf den Pressekonferenzen. Ey, ganz ehrlich, wenn du Bale vorm Spiel gehört hast, ja, Italien, ob die Erster werden, da denke ich überhaupt nicht dran, weil wir wollen Erster werden, Digga. Davon habe ich im Spiel nichts gesehen, alle. Weißt du, wie ich meine? Nichts. Diese Vielleicht Tretertruppe, Digga, alle. haben die wieder ein paar UFOs gesehen vorm Spiel. Digga, hat wirklich UFOs gesehen, Digga. UFOs über den Block, wie Oleg Sesh sagt, alle. Ohne Scheiß, Digga. Ich hab keine, ich kann's eben, Kassel, ohne Scheiß, wirklich jetzt, gell? Man will sich nicht aufregen und so, Digga, aber ganz ehrlich, wenn ich da hingehe, Alter, und ich weiß, ich stelle mich hinten rein, dann halte ich auf der Pressekonferenz doch wenigstens Maul, Alter. Ja, das kann ich auch wirklich sagen. Also ich glaube, wir wären auch eigentlich, wenn wir jetzt schon in Porto leben würde und Steuerersparnisse hätten, dann würden wir jetzt eigentlich auch zum nächsten Spiel. Wo Kasim, du hast den Spielplan, wo spielt Wales als nächstes? Gegen Hey, Dänemark? no, glamoroso. Warte, ich sag's dir sofort, mein Schatz. Ich hatte mich echt um. Das muss ich später erzählen beim Italien-Spiel, weil ich hatte da so eine Vision auf einmal kurzzeitig gehabt, aber es hat sich leider zerschlagen. Also, Wales, Dänemark spielt in die Grande Stadio del Narcotraficante. Nein, in der Amsterdam Sevilla. Arena. Achso, ne. LC, ich krieg sogar Frühstück gebracht. Grande. Oha, danke schön, krass. Danke, Schatz. Mashallah, Bruder. Also auf jeden Fall in Amsterdam, da, wenn wir jetzt die finanziellen Mittel hätten, würden wir auch Amsterdam Geld eigentlich sogar. Ja, aber was willst du denn bei dem Spielpersonal außer am Bale bespucken, alle? Nee, ich würde mit einem weißen Tuch hinterher wählen, wenn er rausfliegt. Ah, das wäre geil, Digga, Das wäre Alter. Das geil, wäre gell? richtig Das geil. wollte, was wir eigentlich schon beim Kulusevski machen wollten, aber der ist irgendwie Gruppenerster geworden, lel. Also Ja. nicht er, also Isaac ist erster geworden, sagen wir es so. Ja, Aber schlechte gut, Saison. Leute, was soll ich euch sagen? Genug gehatet. Nächstes Spiel Österreich, Ukraine, so uninteressant. 1-0 ist ausgegangen. Glückwunsch an Österreich. Ja, was soll ich das sagen? Was soll ich das sagen? Das Beste an Österreich ist der Sparmarkt. Ja. Hast du noch Mein sowas Bester dazu in zu sagen? Österreich ist Ding. Ist die Grenze zum Bodensee. Das auch. Arnautovic spielt uns Wiener Schnitzel. Arnautovic spielt doch heute Stamm, gell? Ja, Und Astronautovic. der hat auf der Pressekonferenz gesagt, dass der Mourinho damals zu ihm gesagt hat, bei Inter, dass er stärker ist als Ibrahimovic. Geil, Ja, oder? Und dann kommt er und sagt so. aber Mourinho weiß ja seine Spieler, Dings, der die motiviert. Und Arnautovic hat halt gemeint, wenn das so einer wie Mourinho sagt, dann glaubst du das natürlich. Guck, was aus ihm geworden ist, Digga. Er war einer der Top-Talente angeblich in Europa und jetzt spielt er in China. Egal, der. Der soll jetzt zu Bologna. Nee, krass, darüber braucht man auch nichts sagen. Warte mal, wo waren wir in Gruppe B? Was war das zweite Spiel? Holland, ne? Ich würde jetzt gerne nochmal was, also ich würde jetzt erstmal, würde ich gerne, ich würde gerne jetzt, dass wir applaudieren erstmal für Goran Pandev. Zwar 3-0 verloren, aber komm, wir applaudieren jetzt. Pandev on fire. You're Klatschst du the mit best oder in klatsch ich every alleine? fight. Pandev on fire. Ich habe gerade alleine geklatscht. Ich hab doch auch geklatscht, hab nur Hast du ge... gehört. Achso, okay, aber ich Normal. hab's nicht gehört, okay, Digga, egal. denkst du, ich klatsch für Pandev nicht? Denkst du, ich bin verrückt oder Ja, was? ich tu mir leid. ja, auf jeden Persönliche Fall Pandev. Beleidigung. Tritt zurück, oder war also hat Karriereende jetzt? Generell, ne? Also, ich hab's gesehen. Nee, generell nicht. Er hat Nationalmannschaft zurückgetreten, aber er will jetzt mit Genua nochmal reden. Also er hätte schon, glaube ich, Lust, noch ein Jahr dran zu hängen. Nur Nationalmannschaft ist er Okay, zurückgetreten. aber jetzt, also, das Spiel Niederlande nach Mazedonien ist mir jetzt eigentlich ziemlich egal, um ehrlich zu sein, um darüber zu reden. Sorry, wenn ihr aus Holland kommt. Aber auf jeden Voller Fall. Typ. Ja, aber auf jeden Fall, Pandev, wenn er dir zurücktreten sollte, das ist, warum es eigentlich im Spiel ging, dann wäre er der letzte Spieler, der vom 2010er Triple Team von der
Ich weiß nicht, ob generell, aber von der Startaufstellung auf jeden Fall. Normalerweise, dann wäre die komplette Startaufstellung retired aus dem Finale. Das ist schon ein sehr trauriger Moment. Also ich meine, ich habe da irgendwelche Leute gehört, die irgendwie sagen, dass Mike Conn halt irgendwo noch spielt, so, aber das ist Mit hier seinem kein. Sohn zusammen. Ja, aber das ist ja keine professionelle Liga halt. Der ist ja irgendwo Amateur oder Aber so. er spielt jetzt bei einer Mannschaft, die in San Marino spielt, er jetzt für ein paar Spiele mit, die für die UEFA Cup Quali auf jeden Fall dabei ist und er will da mitspielen. Ja, gut, aber also, gehen wir jetzt mal auf den Boden der Tatsachen. Richtigen, normalen Fußball spielt jetzt keiner mehr. No, keiner mehr. Ja, das ist ja auf jeden Fall ein sehr trauriger Moment. 11 Jahre danach, aber gut. Was sollen wir dazu sagen? Ich meine, die Männer, die Schon haben es Ronaldo geschafft. Santos Die haben es spielt. geschafft im Leben. Ich meine, ja, deswegen. Goran, wenn wir groß Goran. werden, dann laden wir dich zusammen ein in den Podcast. El C. Was ich nochmal auch betonen möchte, ist, dass, übrigens, 433, falls ihr die Seite kennt, die Instagram-Seite, die haben einfach ein Bild, also ein Video gepostet mit einem, der das Leibchen nicht anziehen kann und haben, also, und haben einfach Mario Balotelli markiert. Finde ich eine absolute Frechheit, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Mario Balotelli hat auch folgerichtig mit 20 Mittelfingern das Instagram-Video kommentiert. El Ja, No. also wirklich. gut, was soll ich halt sagen? Mario Balotelli, Goran Pandev, das wäre unsere Traumkombination für den ersten Podcast mit Fußballprofis als Gästen. Also gut, eigentlich nur mit Balotelli halt einzeln, weil Radio Balotelli, das ist halt was anderes. Aber gut, wenn wir Glück haben, ist vielleicht mal ein Spieler von Kickers Offenbach dabei. LC. Ja, Wo ist aber denn die gut. Gruppe C, gell? Ja, jetzt, also gut. Aber wie gesagt, Gruppe B Nee, wie. Gruppe B haben wir doch, oder? Nein, nee, Ja, B also. kommt erst, oder was? Nee, also, ja, stimmt. Jetzt Gruppe, das war Gruppe C. Lol, ich wollte eigentlich sagen Gruppe B wie. Ja, keine Ahnung. Aber es war gerade C, stimmt. Ja, Gruppe B. Dänemark, Russland, Dänemark, super. Super 4-1. Einfach krass. Der Also. Ding ist krass, Mann. Der Dings ist krass, der war schon im Spiel vorher gegen Belgien so krass. Der, warte, wie heißt der? Der von Sampdoria, der diesen geilen Tor gemacht hat. Damsgaard. Der ist so krass, der Junge, alle. Der ist vor allem erst 20 Jahre alt, hat auch schon voll die gute Serie-Saison gespielt. Ach, Also der den müsst Stürmer ihr auf dem ist, ne? Zettel haben, alle. Ja. Der Damsgaard, der ist so links außen. Ja. Ja, guter Mann. Maschallah, Also, Bruder. ja, das mit Dänemark freut mich echt an. Also, jetzt unabhängig davon, dass er, also natürlich, dass das mit Eriksen da war, aber ich finde es auch generell Dänemark, ich gönn's, ich mag Dänemark. Also, Dänemark, ich fand den dänischen Fußball immer noch gut, immer schon gut. Sympathisch auch 2012, wie sie 1-1 gegen Deutschland gespielt haben, das fand ich einfach sympathisch. Und deswegen, also das, ich finde, ich gönn's Dänemark voll und ganz. Also ich muss Vor sagen, allem. ich hasse eigentlich Dänemark und Schweden alle. Ich hasse die wie die Pest, seit die 2004 extra 2-2 gespielt haben und wünsche denen eigentlich immer nur das Schlechteste Ja, fußballerisch auf der gut. ganzen Welt. Aber halt durch die Eriksen-Sache klar und dies und die haben es sich auch verdient und so. Aber ich kann nur sagen, Hass für diese zwei Mannschaften. Die sollen bitte beide rausfliegen, weil die unsportliche Bastarde damals waren. Und sie sollen am besten so richtig dreckig unsportlich rausfliegen, wie sie es verdienen. Weil ganz ehrlich, wie man im Wald schreit, kommt es auch wieder raus. Und fertig, alle, meine lieben Freunde. Da könnt ihr euch auch vom Turnier verabschieden. Aber vielleicht ist ein Zeichen, Kasim, dass es 2024 erst passieren wird. 20 Jahre danach, genau. Meine Meinung nach wäre eigentlich die, dass wir gegen die beiden Mannschaften spielen müssten und die beide 4-5-0 nach Hause schicken müssten, alle schön. Ist das überhaupt Aber leider nicht. möglich? Turnierverlauf, nee, geht nicht. Ich glaube, weil die sind auf der gleichen Turnierhälfte, frühestens im Finale wird es gehen. Hey, warte mal, Gegen einen. Schweden und Dings, ja, stimmt. Ja, aber es wäre auch schön im Finale gegen, aber gut, was halt nicht passieren wird. Also natürlich von der anderen Seite, nicht von uns, ist ja klar. Man weiß es nicht, also man kann es nicht sagen, Ah, gut, Alter, auf wer jeden Fall. hilft? Also, nee, aber auf jeden Fall. Also, ich weiß nicht, für Dänemark, ich meine, gut, die haben die Männer, ich meine, das ist jetzt auch natürlich eine andere Mannschaft, das dürfen wir auch nicht vergessen. Für die Männer, die freut mich. Ich meine, die haben ja echt, die mussten jetzt eine Zeit durchmachen, dass es für die weitergeht. Das ist für die, denke ich mal, ein mentaler Aufschwung, wie nennt man das? Keine Ahnung, ich kann kein Deutsch. Ja, Belgien, Finnland. Also ich muss wirklich sagen, Leute, wie so oft wie meine Kicktipp-Tipps mit einem Tor daneben waren, das glaubt ihr gar nicht. Was soll ich euch sagen? Aber Belgien, Lukaku, stabiler Typ, wird auf jeden Fall in die Top 11 des Turniers hoffentlich gewählt. Macht da weiter, wo er eigentlich in der Saison bei Inter aufgehört hat. Ganz ehrlich, also ist gerade in der Form seines Lebens, in seiner absoluten Prime natürlich. Hoffentlich bestätigt sich das auch für nächste Saison auf jeden Fall, weil ich meine, ich weiß nicht, wir müssen gerade mal halt Breaking News bringen.
Ashraf Hakimi wird Inter Mailand zu 95%, wie es jetzt wirklich steht, Richtung PSG für 70 Millionen verlassen. Zwischen Inter und PSG scheint es schon alles klar zu sein. Es geht jetzt nur zwischen Hakimi und PSG, also zwischen den Beratern. Ja, die sind auch schon klar, Digga. Das ist eigentlich Ist durch, das es Ding. Aber durch? eigentlich bin ich so schlechter Dinge, muss ich dir ehrlich sagen, Weil wir einen weil im Lazaro haben. Endeffekt, nee, weil die Ja. Lazzari wahrscheinlich von Lazio holen, der ziemlich gut ist, der auch noch Ja, Italiener ist. Und im Endeffekt merkt man gerade, die machen so ein paar richtige Sachen. Guck mal, die haben direkt auf Eriksen reagiert, haben ablösefrei Calhanoglu geholt. Ich bin kein Fan von Calhanoglu, aber ablösefrei ist Bombe. ja, ich sag auch so, ich bin mal gespannt. Ich hoffe, also Calhanoglu natürlich, ich habe so auch, was er halt damals im HSV abgezogen hat, das war halt nicht so sympathisch, um ehrlich zu sein. Auch wenn es mich so nicht juckt, aber trotzdem menschlich gesehen war das ein bisschen lost. Aber glaub mir, in dem System, der ist stark, weil der hat auch einen guten Schuss und bei Inzaghi, der kann echt gut Also spielen, Alter, als also der. ich hoffe, ich hatte bei Milan sowieso jetzt, also um das mal so zu sehen, hat er da bei Milan, ist er jetzt schon gut besser geworden. Ich hoffe jetzt, dass er bei Inter sich zu seiner Topform seines Lebens, die haben jetzt in einem guten Fußballeralter geholt, was eigentlich sehr wichtig ist, hat jetzt 4 Jahre lang Erfahrung gesammelt bei einer mittelmäßigen Serie A-Mannschaft, die jetzt durch Glück letzte Saison halt ganz gut gespielt hat. Ja, unterklassig, man könnte es unterklassig nennen. Ja, gut, sie kann. Ich finde, die wurden ja ein paar Mal Elfter oder so bestimmt, oder? Letztes Jahr, keine Ahnung. Zweitklassige, zwei, ja, die sind jetzt erstmal Champions League seit 7 Jahren, also man könnte schon zweitklassig nennen. Also so wie der HSV in Deutschland praktisch. So ungefähr. Also auf jeden Fall nicht, Alanulu. Ich meine, was willst du halt sagen? Ich meine, ist halt, ich würde auch sagen, es hat sich natürlich letzte Saison gut auf präsentiert auch. Kann man sagen, was man Bei will. der EM hat er sich auch gut präsentiert, kann man auch Bei sagen, der was EM man hat er will. sich gut präsentiert als, keine Ahnung, als Ich meine, Schubert oder so. ich hab schon gedacht, dass Mino Raiola sein Berater ist, weil nach der EM 5 Millionen Gehalt rauszuholen für den alle, ist schon, also Chapeau an den Berater, wer es auch immer ist. Also es gibt da zwei Berater, die es eigentlich hinkriegen könnten, alle. Entweder Mino oder Josh Mendes. Ja, habe ich mir auch gedacht, Alter, aber Mino scheint es nicht zu sein, Alter. Egal, der Mino Raiola, Komm, wir wie gucken kann der mal, da wir so, gucken. wie kann der aber nicht Der Mann ist aufgeregt heute, glaube ich. Warte, Hakan. Okay, also auf jeden Fall, ich finde es generell. Es ist ein. Also ich fand, er hat doch einen sehr sympathischen Eindruck bisher gemacht. Hat gesagt einfach im Interview bei Inter. Hast du gesehen auf Insta oder irgendwo halt? Ich Also. hab's gesehen, ja, ich hab's Hat gesehen. einfach gesagt. Ja, wir wollen die Liga wie letztes Jahr gewinnen. Ja. Irgendwann. So, okay. Also, Hakan Calhanoglu Berater. Steht es irgendwo? Safe muss es da Eigentlich stehen, bei weißt AC du? Mailand, also Transfermarkt.de ist wirklich so lost. Berater ISMG International. Das sind seine Berater. Krass. International Sportsmanagement. Die sind einfach in Karlsruhe. Hey, lol. Soll ich mal Guck mal. hinfahren? Nee, weißt du, welche Spieler die betreuen? Calhanoglu, Ginter, Volland, Vestergaard, Meinst Amiri. du den Volland-Linksverteidiger, den, ne? Was? Meinst du den Volland, der auf der linken Verteidigung spielt, ne? Genau, wie Siad Kolasinac auch den nie vertreten. Ah, siehst du, also da haben sie What? eine Vorliebe für Linksverteidiger. Ja, ich glaube wirklich hier. Wir sollten Radio Balotelli wirklich einfach ohne Konzept machen. Es macht keinen Sinn, sich an Gruppen zu halten. Das ist doch das Schöne. Ja, also Calhanoglu auf jeden Fall. Ja, hier, so schöne Schuhe, Leute, was soll ich euch sagen? Ja, keine Ahnung. Gut, dazu wird es hinkommen zu einer normalen Radio Balotelli, jetzt nicht der EM-Podcast. Dazu wird es dann nochmal ausführlicher geben. Ich würde sagen, wenn der Inter-Kader steht für nächste Saison, da wird da auf jeden Fall da eine gute Prediction zur Inter auf jeden Fall auch rauskommen. Würde ich jetzt mal so sagen, oder? Ja. Aber, ja, was soll ich euch sagen? Ich hoffe jetzt wirklich, dass es bei dem Abgang halt bleibt. Und dass es nur noch, und wenn Abgänger, dann halt, wo wir positionsgetreu sind, gute zu holen. Weil es kommt mir nicht wie so ein Kolarov wie letzte Saison. Also ich hoffe, dass Lautaro nicht geht. Das hoffe ich. Also ich meine, so wie ich das jetzt erkannt habe, wären die einzigen Mannschaften, die Lautaro noch holen könnten, eigentlich Real und Atletico Madrid, so wie ich es verstanden habe, weil Barcelona macht definitiv gar keinen Sinn, jetzt den zu holen. Warum? Die brauchen noch einen fünften Stürmer. Das, ja, das muss. Ey, ich weiß noch, Digga. Manchester United damals, FIFA 17 Karrieremodus, die haben alle Stürmer gekauft. Wer weiß das? Schreibt in die Kommentare. Flo weiß bestimmt, als wenn ich das so die Fan. Lel. Ja. Was soll ich euch erzählen? Gut. Machen wir weiter, würde ich sagen. Wollen wir gar nicht lang babbeln, wie man also sagt. Gruppe D. Kroatien 3-1 gegen Schottland gewonnen. Super, ich habe 2-1 getippt. Danke sehr, Kicktipp, wieder an der Stelle. Ja.
soll ich sagen, ich freue mich für Kroatien sehr. Slatko Dalic, seine Taktik ist halt leider nicht so aufgegangen anscheinend. Hör auf, Alter, ich muss mich bei meiner Freundin die ganze Zeit erklären, weil ich ihr gesagt hatte, wenn Kroatien Zweiter wird, spielen die nicht gegen Spanien. Und Ja. bis ich das ihr erklärt hatte und sie verinnerlicht hat, alle spielen sie jetzt gegen Spanier. Und wie ihr bekanntlich wisst, ich hasse Spanien auf fußballerischer Basis sehr, deswegen Kroatien muss das Ding machen. Auf jeden Fall reden wir ja später drüber, aber auf jeden Fall, ich fand es von Kroatien echt gut im letzten Spiel, und man darf nicht vergessen, so weißt du, man hat gemerkt, es war eine Unruhe auch in der Mannschaft und so, man hat noch in Schottland gespielt und so. Und ich muss wirklich sagen, man kann sagen, was man will, aber ey, das Außenriss-Tor von Modric erstens und die Leistung, die Aufgleich mal Perisic bei, gelehnt. ja, und die Leistung, die Perisic bei der EM bringt, ist schon krass, Alter. Also man kann wirklich, viele haben den ja totgeschrieben. Ich bin jetzt auch nicht der größte Perisic-Fan die letzten Ja. Jahre gewesen, aber was der da spielt, Alter, ist echt krass. Ob auf links oder rechts, also. Schon krass, Mann, ohne Witz, also wirklich Respekt. Immer wenn er im Nationaltrikot ist, der bringt eigentlich immer seine Leistung. Du kannst nie sagen, irgendwie, der ist ein Totalausfall und so. Da haben wir zum Beispiel jetzt in der italienischen Nationalmannschaft ganz andere Kandidaten, alle, und der Perisic macht, ist wirklich immer sautorgefährlich und ist immer Vollgas. Genau, also das ist halt auch der Unterschied zwischen halt den großen Spielern. Zum Beispiel bei Lewandowski fällt es mir auch gleich an. Der kann halt nur für den Club und nicht fürs Land. Das ist halt das Problem bei ihm. Ich Er meine, hat halt das. drei Buden gemacht, ne? Aber ich meine, Ja, irgendwie, das aber war schon wen interessiert denn enttäuschend. das? Nur weil du ihn bei Kicktipp als Gruppenerster Erster getippt hast. Hab ich als Gibt rum, ne? es Also, doch Digga, der, ich vorhin. weiß. Digga, hast du mal gesehen, wie ich nach dem Bonuspunkt nach oben geschallert bin? Da sieht man einfach die fußballerische Feinheit. Ich habe alle Tabellen fast genau richtig getippt. Sogar die Genau. Todesgruppe F. Ja, Il genau. Grande. Also auf jeden Fall, ey, ich habe auch Gruppe F richtig getippt. Also, du hast nicht Gruppe F richtig getippt. Du hast doch im Podcast bei uns gesagt, es ist falsch, was ich sage. Im Endeffekt hat sich herausgestellt, dass es ein grandissimo Prediction war. Ja, ich meine, Kick der Baba. Habe ich auch Frankreich der Erste. Also nicht, hol noch das NBA-Ergebnis, das Richtige. Glaub mir, egal, der Echt? Narkotikante, ich bin da dran gewesen. Ja, heute auf jeden Fall die Bucks mit 30 Punkten gewonnen. Groß geht raus, auf Haben jeden die schon Fall. wieder gewonnen? Nee, die haben das erste Spiel haben die ja verloren, die Losten. Aber gut. Jetzt zweites Spiel mit 30 No. Punkten haben die gewonnen oder so Abstand, da mache ich mir gar keine Sorgen. Also NBA Champion dieses Jahr Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo Finals MVP. Ich will es nicht an die große Glocke hängen, aber ich meine, Aber es wird nicht passieren, wer die Leute. Es wird nicht Brooklyn Nets passieren. eliminiert in Game 7 halt, war ein bisschen Krise, aber Digga, der. ohne Harden und ohne Dings, Alter, Digga. Was soll ich dir sagen, Karin? Was soll ich dir sagen? Mancher Kevin Durant, Digga, der hat sein Net all eingepackt. Kevin Gut. Durants letzte Minute habe ich gesehen, Digga. Pleite, Pech und Pannen, Digga. Aber er hat viel getroffen, Leute. Denkt an unsere Worte. Er hat viel getroffen. Ja, In den super. letzten 5 Jahren vielleicht. Nach der letzten Minute, Digga, würde ich mich erschießen gehen, Alter. I grande. Genau. Was kommt jetzt? Gruppe E? Nee, Gruppe F, Ja, gell? also gut, wir haben noch England, Tschechien. Was sollen wir dazu sagen? 1-0 halt. So passt Da zum sind in der englischen Gruppe ganz Ergebnis. entspannt. Also ich habe England überall als Europameister getippt. Ich habe gedacht, die spielen so genialen Fußball. Davon sehe ich jetzt bis jetzt überhaupt nichts. Also Tschechien spielt besseren Fußball als England eigentlich, um ehrlich zu sein. Ich finde auch ganz ehrlich, dass Nordmazedonien besseren Fußball als England gespielt hat. Also Engländer, ich Aber meine, die haben halt ungelogen, die haben halt einfach eine scheiß Taktik. Das Einzige, wovon die profitieren, ist halt, dass die halt irgendwie Talent haben. Das ist das Einzige, die wovon die haben profitieren. Harry Kane, haben die auch noch einen großen Spieler in deiner Tippauge immer. Also Harry Kane, du bist Genau. ein großer Harry Kane-Fan. Kannst du uns bitte mal sagen, was bis jetzt so deine Highlights waren von Harry Kane beim Turnier? Also das, ich glaube, das größte Highlight war, als er auf dem Platz gelaufen Platzball ist gewonnen hat, oder? Als Kapitän. Und eine Ballannahme. Und I der grande. feuchte Händeschüttler am Anstoß mit dem gegnerischen Kapitän. Das wahrscheinlich. I grande, Aber grande, ansonsten, Narkotrafikante. also ansonsten, Harry Kane ist halt gerade so sichtbar wie Sané im deutschen Team, so ungefähr. Also keine Ahnung. Was soll ich Digga, sagen? Harry Kane, Alter. Der Harry Kane, der soll bitte, bitte, ohne Spaß. Das soll Also, einfach nur. Wenn der Southgate nicht aufwacht, wird's böse enden. Ich sag's euch auch so, wie es ist. Ich glaube, Harry Kane, der will ja jetzt dieses Jahr wechseln. Ich glaube, nach diesem Jahr und wenn er jetzt wirklich irgendwie wechselt, dann wird er sich ein ganz großes Eigentor schießen. Weil er kann halt nur bei den Spurs Tore schießen. Ich sag dir so, wie es ist. Wenn der zu City oder so wechselt, der macht in seiner ersten Saison nicht mal 20 Tore. Ich sag's, wie es ist. Und wenn Ja, deshalb 20, will er dann zu nur. City. Ja, und wenn 20, dann nur so mit, weil er Elfmeter. 7-11er schießt oder so, keine Ahnung. Im Gut. Endeffekt muss man halt einfach an der Stelle halt wirklich auch erwähnen, er ist halt einfach kein Chiruzo. Ist er nicht. Er ist doch Er keiner ist nicht. Ist halt er so ein nicht. Go-Getter, aber der hat halt sonst keine Qualität. Der hat einen guten Schuss, darüber wollen wir uns gar nicht streiten. Er Aber ist ein ansonsten kann. Goalgetter ohne Goals. Ja, bei der EM auf jeden Fall. Aber ansonsten, also. Was soll man halt erzählen? Das kann mir halt gar nicht auch schön reden. Gut, machen wir Digga, wenn der weiter. gegen Deutschland ein Tor schießt, Digga, ich Stell dir schwör's mal dir, Alter, vor, dann der tue ich. macht gegen Deutschland einen Hattrick.
Der macht, Digga, ich wollte sagen, wenn der einen Doppelpack gegen Dings schießt, Digga, alle ohne Spaß, alle, dann mache ich zwei von meinen Booster-Packs auf, die ich eigentlich aufheben wollte, weil es niemals passieren wird. Dann schreibst du einen öffentlichen Brief an Harry Kane, Das wäre den du ein dann, Entschuldigungsschreiben. und das laden wir als einzelnes Video einfach, wie du das einfach mit Facecam-mäßig aufnimmst und das vorliest Wie ich das einfach. auf so einer Parkbank Auf im Dings Mann und im auf Hausdorf vorlese. und auf der Rückseite ist noch eine Stromrechnung oder so, keine Ahnung. Easy peasy, alle. Was Genau. kommt jetzt, Gruppe F oder was? Gruppe E, also was soll ich jetzt sagen? Spanien, bisschen lost, dass die Digga, 5-0 gewonnen dass die haben. Gruppe Auf, E einfach Dings skippen, ja, Digga. also was soll ich Spanien jetzt sagen? nicht Spanien, drin. Alvaro Morata wieder einen Elfmeter verschossen. Grüße gehen raus an den Bruder. Der hat bis jetzt 0 Tore, glaube ich, bei der EM. Oder? Nee, der hat eins, glaube ich, Hat alle. er Eins eins hat er, gemacht? glaube ich. Das Naja. war bestimmt so ein Tor, wo der Aber Ball gegen sein Knie gefallen ist oder irgendwie sowas. Irgendwie sowas. er macht halt immer weiter als neuer Timo Werner. Er will Timo Werner jetzt wirklich den Rang ablaufen im Endeffekt und das ist auf dem besten Weg. Genau. Ja, Gruppe F, 2:2, beide Ergebnisse. Was ich dazu sagen will, wenn irgendein Deutscher jetzt hier zuguckt und sich fühlt No. nach diesem Ergebnis, dann fick dich. Ey Leute, ich sag's euch, meine Nachbarn, die haben mir geschrien. Ich hab's denen so gegönnt, als Ungarn 15 Sekunden nach dem 1-1, das 2-1 gemacht hat. Wirklich, Leute, ich saß da ganz entspannt meiner Mutter, hab Fußball geguckt. Deutscher macht 1-1. Ich denke mir so, ja, war zu erwarten. Meine deutschen Nachbarn, ungelogen, die schreien so, als ob die die EM gewonnen haben. Nach 15 Sekunden höre ich nur so, nein! So, weißt du, richtig lost. Und dann, also die Leute, die auch, Leute. also falls ihr ein Deutscher seid und auf die Straße gegangen seid und gehupt habt, bei einem 2:2 gegen Ungarn und gefeiert habt, als ob ihr irgendwie, keine Ahnung, die EM und komischerweise die WM auch direkt fürs nächste Jahr einfach, als ob euch der Titel zugesprochen wurde. Also so haben die das gefeiert, als ob die irgendwie schon voll was gewonnen hätten, aber die haben halt, sind durch ein 2:2 gegen Ungarn. Grüße an Sascha an der Stelle. Ungarn, starke Leistung gegen Deutschland. Generell, Digga, generell in der ganzen Gruppe Ungarn gegen gut Portugal war gespielt, ich schon, Digga. boah, unfassbar. Gegen Portugal war schon total unverdient dann das 3-0 am Ende, Ja, weil das denen ist die Luft danach gegen ausgegangen halt, ne? Frankreich. Ja, aber halt auch durch diesen Elfmeter, der ja streitwürdig war und danach, weil die haben stark gespielt, jedes Ja, Spiel. Und vor also. allem, ich muss sagen, ich bin persönlich vorbelastet. Ich will nicht so viel zum Deutschlandspiel sagen, weil ich bin ausgerastet, Digga, weil es war das letzte Spiel, was uns auf dem Wettschein gefehlt hat, für 1.900 € Handicap Deutschland. Und dann machen die das 2-2 und gehen an die Eckfahne und halten den Ball gegen Ungarn, Leute. Ich will jetzt zu dem Punkt nicht mehr sagen. Die Leute, die rumgefahren sind, Digga, herzlichen Glückwunsch, aller, Digga. Ihr Ohne seid die Witz, Alter, wenn größten man sowas Bastarde. hört. Nein, nicht, was also nicht, aber das ist einfach nur lächerlich und ganz ehrlich, diese Ballhalterei am Ende. Ey, Leute, ohne Scheiß, ich habe mich so krass abgefuckt, Digga. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Über diese Ballhalterei da vom. Ey, ich will darüber auch gar nichts mehr sagen, sonst komme ich wieder in diesen Flow rein, Alter. Die Stars-Gruppe am Ja. Ende, okay, genauso wie gesagt. Die Stars, Ananas, alle, die drei sind weiter. In Portugal, der Reihenfolge, wie ich Frankreich, schon was sollen wir denke. dazu sagen? Ist Ja, auch da so eine kannst du nicht viel Sache. sagen. Drei Elfmeter. Portugal, Frankreich, meiner Meinung nach, wurde am Ende auch nicht mehr dann angegriffen und sowas. Ja, die Also wussten dieser halt. letzte Spieltag in der Gruppe F ist ein schwarzer Fleck für den Fußball auf Also jeden Fall. die wussten halt beide, dass sie bei einem 2:2 halt so wie es steht weiter sind. Deswegen haben die da jetzt auch nicht mehr viel riskiert. Ja, was soll man dazu sagen? Drei Elfmeter. Lassen die Achtelfinals gehen, sonst reg ich mich So, auf, also ich Digga. würde sagen, ich gehe hier auch direkt, fahre ich in den, also Gruppenphase im Endeffekt, wenn wir mal die Endtabellen angucken, Italien vor Wales, der Schweiz, ganz abgeschlagen die Türkei, also Italien mit 9 Punkten haben wir eigentlich so mit gerechnet, sagen wir so, wie es ist, wir haben eigentlich mit, also wenn wir würden nicht lügen, wenn wir sagen würden, wir hätten mit 7 Punkten und Unentschieden gegen die Türkei, damit hätten wir auch rechnen können, dann würden wir lügen, wenn wir was anderes sagen, ich sag's so, wie es ist. Ich sag's ehrlich, ich habe nicht mit 9 Punkten gerechnet, um Ich, ganz ehrlich und ja. trocken. Also ich habe auch nicht gedacht, dass wir jetzt natürlich, wir haben jetzt auch nicht gegen, also ich weiß nicht, entweder sehen wir das halt nur falsch, weil wir diese Mannschaft kritisieren wollen teilweise. Aber ich, also wir haben jetzt natürlich, wir haben, also weil jeder, der jetzt sagt, dass die so krassen Fußball gespielt haben, gegen die Schweiz ging das sogar auf den meisten Strecken Gegen die wirklich. Schweiz war geil, gegen die Schweiz war geil, Gegen die muss man Schweiz ehrlich war sagen. Die geil, kann man Schweiz war sagen. geil. Ja, vor allem Aber die Locatelli, anderen beiden aber. Spiele. Ja, also Locatelli mit seinem Tor, das, also das war für mich eigentlich herausgespielt, war das für mich bis jetzt das Tor der EM. Ich sag's so, wie es ist. Der Mann, der hat einen geilen Volleypass gemacht und ist dann 60 Meter gerannt. Ich meine, das Einzige, wie man das vergleichen kann, fand ich, war das, also gut, Schick-Tor, was willst du sagen, das war das Geilste und mit Abstand eigentlich. Aber das war so ein anspruchsvolles Tor, wirklich. Also dann 60 Meter Sprint zu machen, um dann das Ding einzuschieben, auch nach einem starken Duell von Berardi.
Ich meine, Vamos Kriš ist halt auch über einen ganzen, das darf man auch nicht vergessen, ist über einen ganzen Platz in 10 Sekunden mit 36 Jahren gerannt und hat ein Tor gegen Deutschland da gemacht. Ja, aber der ruht sich ja auch 90 Minuten aus, sonst gegen den Ball, weißt du. Ja, was soll ich dir sagen, Kasan, aber trotzdem, du Lass mit über Achtelfinale 36 Jahren. reden, Kasan, alle. Genau. Ja. Wir wollen ein bisschen in die Gruppen hier, Digga. Also Belgien, Dänemark, Finnland, Russland. Eigentlich auch so wie erwartet, mal zu sein, jetzt am Ende ausgegangen. Niederlande, Österreich, also Niederlande auf 1, Österreich auf 2, bisschen komisch, wir hätten auf jeden Fall Nordmazedonien gerechnet. Unnötigste Gruppe außer Pandev, Alter. Die Gruppe hätten sie auch zu Hause lassen können, komplett. Ach, Hätten nichts verpasst. England, Kroatien, hä? Ich wollte noch ganz Ist doch kurz ein was sagen, Fehler, Alter. oder? Ist Kroatien Ich wollte. Zweiter geworden? Die sind doch Dritter geworden, Natürlich oder? ist Kroatien Zweiter geworden. Kasin, das ist unfassbar, wie nicht du Warum spielen die vorbereitet dann bist. Aber trotzdem ich. gegen Spanien? Ja, das muss ich schon meiner Freundin erklären, Narkotrafikante, Alter. Weil der Erste gegen Zweit spielt, Alter. Ich habe ja nicht gedacht, Spanien Zweiter wird im Endeffekt. Hey, der Zweite gegen Zweiten, meinst du? Ja. Wo ist denn da denn? Okay, gut. Ja, auf jeden Fall. Ja, Kasan. Was? Ich wollte noch kurz einen speziellen Gruß sagen an Frank de Boer. Fick dich, du bist ein Bastard. Dankeschön. Warum? Weil er Nein. Inter damals kaputt gemacht hat, der Wichser. Und Gabigol kaputt gemacht hat, alle. Ganz ehrlich, alle. Ich werde noch irgendwo hinfahren, wo er trainiert, alle. Und werde ihn beleidigen von oben bis unten. Und das Beste ist, er versteht es auch noch auf Deutsch. I grande! Geil. Okay, auf jeden Fall England, Kroatien, Tschechien, Schottland. Eigentlich auch so genau, wie ich es mir vorgestellt hatte, die Gruppe. Nur, dass Ja, ich auch. Also der ich muss Punkt vom sagen. Unentschieden von England entgegen die Schottland gegen Kroatien eigentlich. Ich habe es mir auch wirklich genauso vorgestellt, auch Harry Kane, dass er so raussticht aus Dass der Leistung, habe ich mir auch genauso er erwartet. 7 Tore gemacht in der Gruppe war, so ungefähr. Schweden, Ja, Spanien, so. Slowakei, Polen, bis auf Spanien und Schweden vielleicht getauscht, hätte ich mir so vorgestellt. Und gut, du hast die Gruppe F, will ich jetzt eigentlich gar nicht sagen, Kasan. Ich verneige mich digital vor dir. Du hast sie richtig getippt, wie ein junger Gott. Ja, kein Problem, Leute. Ich hab's gewusst. Schon letztes Jahr habe ich es gerochen gehabt, den Braten bei der Auslosung. Genau, also Kasan, um dir die Entscheidung abzunehmen, bis jetzt die Top-Mannschaft der EM auf jeden Fall Italien, solche so wie es ist. Dann gibt es nichts zu schütteln und rütteln. Und der Flop der Mannschaft, also beides Gruppe A, Türkei, der Flop der EM, ganz ehrlich. Also ganz ehrlich, Türkei mit Harry Kane, Flop der EM. Für mich ist, ich sehe das anders, meine lieben Freunde der Sonne. Beim Flop bin ich voll dabei und mein Top ist ein bisschen komisch und sowas, dies, das, weil die Mannschaft ausgeschieden ist, aber mein Top ist Ungarn von der Vorrunde. Ja, Weil auch sie einfach eher in einer stimmt. Gruppe, weil sie in einer Gruppe mit Gegnern, die allesamt viel stärker sind wie sie, jedes Mal mindestens ebenwürdig waren und das sowas von verdient hätten, Guck mal, weiterzukommen, man muss Alter. jetzt auch mal, da ich dich jetzt unterbreche, aber sie haben, guck mal, wen sie in der Gruppe hatten. Sie hatten den letzten Weltmeister, dann den Europameister von 2016 und dann nochmal den, also von den letzten drei, Ja. aus Europasicht gesehen, jetzt hatten sie die letzten drei erfolgreichen Mannschaften in der Gruppe gehabt. Das Ja, ist ein Lospech, das stimmt. kannst du eigentlich nicht. Das ist genau das Gegenteil von deutschen Mannschaften in der Champions League oder generell Deutschland bei internationalen Turnieren, weil die einfach Lospech hatten. So, Ja, aber ich die haben hab's. Dings, die haben bis zur 82. Minute, musst du dir vorstellen, wären sie in dieser Gruppe weitergekommen als Ja. Zweiter, Digga, und verdient. Ja, das. Nee, als Dritter, oder? Nee, Portugal als wäre vor Zweiter, denen. wenn sie Portugal vier wäre vor Punkte denen. gehabt. Direkter Vergleich. Direkter Vergleich. Stimmt, ach, das war ja dann die temporäre Aufnahme, wo Dings noch geführt hat. Stimmt, ja. Ja, okay, aber sie wären definitiv weiter gewesen. Auf jeden Fall werden sie weitergewinnen. Gut. Ja. Wir haben schon angeteasert jetzt im deutschen Losglück. Wir gehen rein. Wir predikten jetzt ein bisschen. Also wir und talken halt währenddessen. Kasim, fangen wir von oben an? Oder also bei mir wird halt, guck mal, bei mir wird halt jetzt Belgien, Portugal als erstes, dann Ja. Italien. Warum machen wir es Ja, so? Okay. machen wir so. Belgien gegen Portugal. Ich weiß nicht, das ist bis jetzt das mit Abstand krasse. Das wird auch von der, also ich hoffe es wirklich. Dass es von der K.O.-Phase auch generell das krasseste Spiel sein wird. Das sind zwei absolute Titelfavoriten an. Das kann man es nicht sagen. Das hätte genauso das Finale sein können. Denke ich mal, da wären wir alle mitgegangen. Cousin, soll ich anfangen gerade? Also, Sag. ich muss sagen, meine Prediction, ich hau's direkt raus. Also meine Prediction ist, das wird ein sehr krankes Spiel. Ich glaube sogar, das könnte viele Tore geben. Also so ein 3-2 könnte gut möglich sein. Ich sehe tatsächlich, ich habe es meinem Opa erklärt, ich habe es meinem Cousin schon erzählt, bevor wir dieses Video gemacht haben. Ich sehe Portugal vorne, weil sie meiner Meinung nach ein bisschen mehr Turniererfahrung haben. Generell, für mich ist Portugal in so einer K.O.-Phase eine größere Turniermannschaft.
Weil das ist einfach, also die haben einfach natürlich auch einen kompletten Game Factor. Wenn Ramos Klich in den absoluten Killer-Modus schalten könnte, à la Champions League 2016 bis 2018, das ist ein absoluter Game Changer. Könnte es werden. Ich freue mich auf das Duell. Wenn Ronaldo und Lukaku den geilsten Fußball spielen, wird das ein unfassbar geiles Spiel. Dann hättest du eigentlich im Mittelfeld so ein geiles Duell. Bruno Fernandes gegen De Bruyne wäre so ein geiles Duell, wenn die spielen. Also ich freue mich wirklich sehr auf dieses Duell. Wie gesagt, ich gehe mit Portugal. Cousin, ich will mich, ich gebe den Redestein ab, sag mir was dazu. Also zum Spiel hast du eigentlich fast alles gesagt, was ich auch sagen würde. Ich sehe das ganz trocken. Ganz, ganz trocken. Das wird ein Spiel, wo 1-1 nach der regulären Spielzeit ausgehen wird. Torschützen Lukaku, 24. Minute, 77. Minute, Foul-Elfmeter, Handelfmeter, Cristiano Ronaldo, Santos, Davinho Lima. Und danach Portugal gewinnt 6-5 nach Verlängerung, nach Elfmeterschießen, meine lieben Freunde der Sonne. Das ist meine Prediction. Und falls ihr noch Fragen habt, gerne an mich melden auf Twitter. Dankeschön. Okay, also kann euch eigentlich mal die Bildschirmübertragung anmachen, wenn ich das hier tippe. Und dann, damit du siehst, auch den Turnierbaum. Ja, ich habe den eh vor mir, den Turnierbaum. Ich habe den Okay. Screenshot offen, den ich mir aufgemacht habe. Okay, gut. Also Portugal, jetzt ist auf jeden Fall weiter. Nächstes Spiel, okay, gut. Jetzt können wir ein bisschen talken. Italien gegen Österreich. Ja, also wie fangen du an zu reden, diese Fahrkarte? Also zum Spiel sage ich einfach nur sowas. Es wird ein schweres Spiel. Also die Leute, die jetzt denken, es ist einfach, wird es wird nicht einfach. Vor allem auch, was ich denke, was es schwerer machen wird, als es eigentlich sein würde. Ist die Entscheidung von Mancini wahrscheinlich, wie es gerade durch die Medien durchsickert, Verratti spielen zu lassen. Ich muss sagen, ich kritisiere Mancini eigentlich ungern, außer für die Kapitänswahl und sowas, dies, das. Ich finde es die falsche Entscheidung, weil das Mittelfeld dann auch körperlich ein bisschen schwach ist. Aber generell auch den Locatelli rauszunehmen, würde ich niemals machen, nachdem wie der gegen die Schweiz gespielt hat. Niemals. Der Verratti muss von der Bank kommen. Entweder ich sehe das nicht, was die anderen da sehen im letzten Spiel. Der hat da ein bisschen den Ball verteilt. Dies, das fand ich jetzt nicht so krass. Ja. Ich denke, meine Prediction ist trotzdem, dass Italien 2-0 gewinnen wird. Ich sage euch auch warum, weil ich denke, dass Italien jetzt auch durch die Pause von den Stammspielern und so ein relativ freshes Team am Start hat, auch vom Fitnessstatus her, dass Italien ein sehr motiviertes Team am Start hat. Italien definitiv Nationalhymne Zerreißer, immer jedes Mal, ist immer nur geil. Gegen die Schweiz wird sehr geiler Fußball gespielt. Ich hoffe, da wird wieder angesetzt. Ich denke, es wird ein 2-0 für Italien nach regulärer Spielzeit. Ich denke auch, dass Italien es schaffen wird, in den ersten 20 Minuten das Spiel, beziehungsweise, was heißt das Spiel? Das Spiel halt in Führung zu gehen, halt zu packen in den ersten 20 Minuten, was dem Spiel auch gut tun wird, weil da muss Österreich mitspielen. Und das ist meine Prediction für das Spiel. Cousin, ich muss sagen, ich gehe mit dir eigentlich in jedem Punkt voll und ganz mit. Ich würde jetzt auch so sagen, das wird ein gutes 2-0. Ich würde jetzt, also Locatelli für mich auch ich hoffe, wie gesagt, Mancini macht das nicht. Weil er hat gesehen, das hat brillant funktioniert in den ersten zwei Gruppenspielen. Also auch wenn jetzt die Gegner ein bisschen lost waren, halt, außer die Schweiz, aber ja, also die Türkei halt da gut, Fronter, mein Vaterland an der Stelle. Aber gut, was soll ich euch erzählen? Also Locatelli muss spielen, wenn der Erfolg da sein muss. Ich würde gehen mit dem 2-0 auf voll und ganz mit. Ihr denkt an meine Worte heute. 36. Minute, 44 Sekunden auf der Uhr. Ciro Immobile nach klarem Handelfmeter von David Alaba verursacht macht das Tor. Haut unten links rein mit kleiner Pfostentreffer noch dabei. Danach der Ball geht vom Pfosten an den Rücken des Torwarts und dann rein. Glücklicher geht's nicht, würde man sagen. Obwohl er Jorginho die Elfer schießt, ich nehme es zurück, alle Chiro macht, nee, Berardi macht ein Tor. Glaub mir, von rechts angelaufen, reingezogen, mit links oben links im Winkel, der macht's, der Mann. Und dann würde ich sagen, so in der, das wird dann der Dagger in der 95. Minute, alle eigentlich schon eine Minute zu viel nachgespielt. Und das ist dann die Time to Shine, wo Bernardeschi reinkommt, alle, und die Tore macht, wenn der Torwart mit vorne ist und Bernardeschi alleine aufs Tor läuft. Das sind so die Tore, die er macht. Das sind die, die seinen Ansprüchen echt entsprechen. Und Ja, also dazu muss man Italien sagen, er hat gewinnt. keine Ansprüche. Genau. Italien geht auf jeden Fall weiter. Nächstes Spiel Frankreich gegen Schweiz, ich will gar nicht dazu sagen. Also Frankreich wird das Ding auf jeden Fall machen. Kann Upset werden, aber glaube ich nicht. Mbappé wird meiner Meinung nach das Spiel des sein Spiel des Turniers in diesem Spiel wird er das beste Spiel zeigen für Frankreich. Er wird meiner Meinung nach mindestens zwei Tore schießen.
Und da, ja, also da wird bei Frankreich, also man wird einen dreckigen Fußball spielen, so wie man es auch nicht anders kennt von den Franzosen seit 1998. Seit Didier Deschamps irgendwie im Kontakt mit dieser Mannschaft war. Aber ja, was soll man jetzt sagen? Also ich glaube, Frankreich wird es machen, wird so ein, ich glaube sogar, dass die echt abschießen könnten. Ich weiß jetzt nicht, ich sehe da bei der Schweiz, sehe ich jetzt nicht so die Gefahr. Ja, also ich könnte so mir echt ein fast ein 4-1 oder so vorstellen. Ich sag's, wie ist das? Wenn Frankreich wirklich will und die jetzt wirklich mal zeigen, ich meine, wenn Kanté jetzt endlich mal seine Leistung von dieser Saison abrufen kann, Pogba für mich, die eine unfassbare EM bis jetzt gespielt. Also ich weiß nicht, ob ich das gleiche sehe wie du, aber ich sehe, dass Pogba eine sehr gute EM spielt bis jetzt hin. Und Yes, ja. also gerade gegen Deutschland war das eine sehr starke Partie von ihm, kann man sagen, was man will. Und ja, was soll ich erzählen? Also Frankreich geht für mich weiter. Ich denke mal, Kasim, da wirst du der gleichen Meinung sein. Ich sag, Frankreich gewinnt 3-0 und ich sag auch, Mbappé und Benzema treffen auf jeden Fall. Und noch ein Wort zur Schweiz. Jetzt wird man sehen, wie Granit Xhaka wieder natürlich auf der Pressekonferenz groß redet und 50 Dumfries Millionen, natürlich Mann. wieder nichts macht. Und Rest in Peace an Arsenal, die diese 50 Millionen bezahlt haben für die Pfeife, hätten sie auch mich holen können im körperlichen Zustand von jetzt. Und danke mit dem Spiel. Tschüss, Schweiz. Tschüss, Schweiz. Spritzige, ne, warte, wie sagt man in der Schweiz? Da war eine Kommentar aus der Schweiz. Okay, machen wir weiter. Kroatien gegen Spanien. Ja, Dladko diesmal. Dalic geht sein Team auf. Also ich hoffe in der K.O.-Phase, dass. Also ich meine, Leute, ich will euch nur mal jetzt mal sagen. Wisst ihr, was wir hier für Mannschaften haben? Ja, ihr wisst es alle, weil ihr die EM verfolgt. Aber was das hier für Spiele sind, das ist eigentlich könnte das passieren. Also das nächste Spiel, wenn wir jetzt tippen, die vier Mannschaften, die jetzt auf die Gruppe, auf Seite 1, sage ich jetzt mal, sind, das könnten Top 4 Mannschaften bei einer WM sein eigentlich. Kroatien gegen Spanien. Tassen, fang an. Wird ein schweres Spiel, definitiv. Spanien und Kroatien sind oft aufeinander getroffen bei letzten Europameisterschaften. Auch 2012 und 2016. Einmal hat Spanien gewonnen, einmal Kroatien. Und ich gehe mit, da ich die spanische Mannschaft dieses Jahr so stark nicht sehe. Ich lasse mich auch nicht von einem 5-0 gegen die Slowakei blenden. Das Spiel wird an einem neutralen Ort ausgetragen, meine lieben Freunde der Sonne. Und ich sage ganz, 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 ganz klar, weil ich es auch hoffe, weil ich auch befangen bin in diesem Spiel. Ich sage, Kroatien kommt weiter in Kopenhagen. Dzindzic Hakir pfeift, Ehrenbruder. Und ich sage ganz ehrlich, auf jeden Fall 2-1 Kroatien, Tore Perisic und Brozovic. Nicht, weil er bei Inter spielt, weil ich denke, in diesem Spiel wird es einen schönen Freistoßschlenzer von Brozovic geben. Und Spanien, wer das Tor schießt, ist mir eigentlich total egal, weil ich jeden Spieler von Spanien eigentlich hasse. Ich kenne auch Deswegen gar ist es mir keine egal. Ich Spanier, wette, Alter. ich werde da auch keinen Torschützen zitieren. Sergio Busquets ist wieder dabei. Ich kann nur hoffen, dass der Brozovic ihm wirklich alle den Knöchel bricht, Alter, und nur eine gelbe Karte dafür bekommt. Das wäre mein Prediction, dass er sich verletzt. Ich wünsche ihm alles Schlechte der Welt, dem Schauspieler. Auf fußballerischer Ebene natürlich. Und ja, ich sage, Kroatien gewinnt 2-1. Ja, also ich muss sagen, ich gehe da auch mit. Also ich finde, die spanische Mannschaft ist wirklich so schlecht wie lange nicht mehr. Also 5-0, das war meiner Meinung nach so ein reines. Also ich weiß nicht, ich glaube, die Slowaken, die haben ja ein bisschen gefeiert halt einfach. Aber was soll ich dazu sagen? Also Kroatien macht es auf jeden Fall gegen die Spanier. Ich lehne mich da sehr weit aus dem Fenster. Ich glaube, der entscheidende Faktor wird sein, dass Kroatien. Ich sag dir, ich glaube, Kroatien gewinnt so 1-0. So ein gutes Tor von Ante Rebic, würde ich jetzt mal sagen. Und dass eigentlich das 1-1 gestanden hätte, weil, keine Ahnung, wäre auch irgendein No-Name halt, der die Freistöße schießt, eigentlich unter die Mauer von Kroatien in der 95. Minute geschossen hätte. Aber Brozovic lag halt da, unglücklich gelaufen, großer. Und ja, Busquets hoffe ich wirklich, dass ihm, ja, also wünsche ihm auch alles Schlechte der Welt. Ich hoffe, dass das Auge, was ihn seit 2009, 2010 Saison, was ihn verfolgt, dass sie das also dass genau in diesem Spiel, dass er irgendwie direkt in der 39. Sekunde oder so umknicken wird und er irgendwie so eine ganz komische Verletzung auf jeden Fall erleidet, dass er dann, ja, was soll ich euch erzählen, auf jeden Fall Kroatien macht's. Ich will jetzt nochmal betonen, so wie es nach unserer Prediction jetzt aussieht, hätten wir bis jetzt Viertelfinalpartien. Portugal, Italien, Frankreich, Kroatien. Leute, da bewege ich gerade was in meiner Hose, glaube ich, wenn ich sowas sehe. Yes, Aber man. ja, so. Kasim, jetzt also sehr uninteressantes Spiel. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Zufall machen soll. Schweden gegen Ukraine. Grande partita. Was ist denn so eine Prediction? Wir wünschen uns eigentlich, dass Schweden. Ukraine weiterkommt, ne? Aber ich sage ehrlich, der Schweden gewinnt Ich glaube 2-1. auch.
Das ist meine Prediction. Ich auch, Schweden. Also Schweden hat uns ein bisschen überrascht, kann man sagen, was man will. Alle, die haben einfach, sind einfach Gruppenerster geworden, lol. Haben alle gedacht, die wären mit 0 Krass. Punkten einfach Letzter. Gut, kann auch dazu liegen, dass halt Ibrahimovic nicht dabei ist und so hat das Im Team Endeffekt vielleicht. der Segen. Ja. Ja, soll ich dazu sagen? Schweden macht's. Gehen wir weiter. England gegen Almania. Ich fange mal gerne an. Meiner Meinung nach, das wird ein sehr enges, also das wird meiner Meinung nach von den Qualitäten her sehe ich das ganz klar ausgeglichen. Jeder hat auf seiner Position ein bisschen besser, jeweils immer einen kleinen Vorteil, aber auch das gleicht sich dann da wirklich aus im kompletten Spielfeld, also im kompletten Ausstellungsverhältnis. Ja, ich bin mal, also ich bin wirklich mal gespannt, was das ist. Falls den Gerüchten zufolge ist und dass in England trotz einer 150er-Inzidenz, dass da jetzt, keine Ahnung, 60.000 Leute nach Wembley ins Stadion dürfen, was weiß ich. Auf 24.000. Ich glaube, zum Halbfinale dann dürfen, glaube ich, Achso, Halbfinale 60.000. war, das habe ich falsch verstanden. Pardon. Ja. Ach stimmt, das war Silverstone in der Formel 1, wo dann 120.000 Leute drauf können. Entschuldigung. Ja, was soll ich euch erzählen? Also ich gehe da wirklich, also das kommt von der Tagesform ab. Da kann man sagen, was man will. Ich glaube, ich bis jetzt sehe ich da jetzt nicht so, dass so das genau das eine Team jetzt so die krassere Vorrunde gespielt hat. Also es kommt auf die Schlüsselposition an. Ich glaube, es kommt sehr darauf an, wie ein Gosens zum Beispiel spielt. Wenn der krass spielt, alle könnte es ein Vorteil für Deutschland zu werden. Einerseits, wenn kommt drauf an, meiner Meinung nach, wie die England auf den Flügeln unterwegs ist. Weil wenn jetzt wirklich halt so ein Sterling wie ein Mbappé ein Laufduell gegen Hummels oder so halt ist, das ist ein sehr großer Vorteil, wäre das für England. Meiner Meinung nach, das Beste, was Southgate machen würde, könnte, was er halt nicht machen wird, ist halt eigentlich entweder Sancho oder im besten Fall Sancho und Rashford beide zu starten zu lassen. Das wäre das taktisch Intelligenteste, was er machen könnte, weil gerade Sancho sich eigentlich gegen die deutschen Spieler auskennt in der Liga, weiß, wie man gegen sie spielen kann und auch gegen sie dominieren kann. Und Rashford, weil er meiner Meinung nach viel effektiver ist gegen diese deutsche Innenverteidigung, wie es ein Harry Kane ist. Also ich meine, mein Gott, niemand will ein Laufduell zwischen Mats Hummels und Harry Kane sehen, alle. Das ist wie wenn du zwei Rentnern beim, wer schneller über eine Ampel drüber ist, so weißt du, das will ja keiner sehen. Gehen wir jetzt auf meine Prediction ein. Ich glaube, das wird ein enges Spiel und ich muss es halt so sehen, weil ich es auch getippt habe. Ich glaube, England macht es. Man muss auch dazu sagen, der Sieger dieser Partie, ich hoffe, es wird eine geile Partie, wird auch zu, könnte zu 68% dann ins Finale auch gehen, weil die Seite halt ein bisschen lost ist, wie ihr ja schon seht. Ich gehe jetzt hier mal mit England. Cousin, ich habe genug getalkt. Ich gebe den Redestein dir und ich. Ich muss sagen, ich unterschreibe vieles, was du gesagt hast, auf jeden Fall. Ich sehe die Sache eigentlich glasklare Angelegenheit, dies, das. Unabhängig von dem, was ich mir wünschen würde oder was passieren sollte. Ich habe das schon in dem Podcast damals von uns predicted, das Spiel, dass es ein Achtelfinale sein wird. Und da habe ich auch schon den Ausgang predicted damals. Und England wird gewinnen, meiner Meinung nach. Das Höchste, was passieren könnte, wäre Verlängerung in dem Sinne. Ich habe jetzt auch die letzten Tage mir mal gedacht, oh ja, vielleicht Verlängerung in Elfmeterschießen, bla. Aber ich glaube sogar, dass England mit der Wut und dass sie auch zu Hause spielt, dass sie in Deutschland immer schlecht ausgesehen haben, dass sie einfach diesen geisteskranken Kader haben, trotz die Fehler, die Southgate und alles macht, sehe ich Deutschland. Also ganz ehrlich, Leute, was da los war jetzt auch im letzten Spiel und was ich da mitmachen musste, Alter, generell, ich meine, ich würde es mir vielleicht sogar bis zum gewissen Punkt sogar wünschen. Dass Deutschland natürlich das schafft, irgendwie dies, das, aber ich sehe es einfach nicht. Also, ich sage, England gewinnt 2-0. Ich glaube auch nicht, dass Deutschland Tor schießt. England noch kein Tor kassiert, hat eine ziemlich gute Verteidigung. Ich glaube 2-0 für England. Und haben gerade Aber wenn Harry Bo Kane trifft nicht, sage ich euch gleich. Glaube ich auch nicht. Deswegen lieber Rashford rein, großer. Ja, Niederlande gegen Tschechien. Interessante Partie, meiner Meinung nach. Ich weiß, Kassel, ich kann es gar nicht einschätzen. Ich würde erst gerne, dass du ein bisschen drüber sprichst, damit ich meinen Kopf sammeln kann ein bisschen. Niederlande, Tschechien, Digga. Ich kann Ja. nur sagen, zu dem Spiel kann ich nur sagen, Frank de Boer, du bist ein Punkt-Punkt-Punkt-Sohn. Und ich sehe auf jeden Fall, Holland kommt das Spiel weiter. Das ist total uninteressant, Kassel, da viel drüber zu reden. Hier taktisch, dies, das, Analyse. Holland gewinnt 2-1, alle Depay wird treffen, Weghorst wird treffen und im Endeffekt, der Rest ist doch scheißegal. Interessiert doch morgen kein Mensch mehr. Genau, Holland kommt weiter, gehe ich mit. Da war es alle wahrscheinlich, denke ich mir, über das Spiel nach. Tschechien mit Die kleiner Seite Ka 2 erinnert mich stark an die Dings, Alter, Digga, an die Kreisklasse D an die damals, die Gruppen Liga, die von nur Bayern in der eingeführt wurde. Champions League.
Nee, an die Kreisklasse D, Digga, die damals eingeführt wurde, wo alle zweiten Mannschaften gespielt haben. Erinnert mich die zweite Seite, außer das Spiel England gegen Deutschland alle. Das ist wirklich ein geiles Ding, Digga. Die sind einfach danach schon im Finale und können sogar, wenn sie wollen könnte, wenn zum Beispiel Southgate weiterkommen könnte, könnte er sogar anfangen zu rotieren in den anderen Spielen, was er natürlich nicht machen wird, weil er kein Zocker ist, aber es könnte er eigentlich sogar machen. Kann er echt machen, gell? Okay, gut. Ich schwör's dir, ihr könnt einfach so Rashford, Saka und Sancho spielen lassen im Viertelfinale gegen Schweden oder Ding und es wird kein Mensch interessieren. Weißt du, wie ich meine? Naja, ich schon. Stimmt eigentlich. Guter Und Call. Deutschland könnte, der Yogi könnte zum Beispiel Musiala zocken lassen und so dies, das. Also ich sag dir ganz ehrlich, dies, auf dieser Seite zu sein, ist schon, boah, also Das ist die ein beiden Geschenk. Mannschaften, es ist mehr wie ein Geschenk, Kasim. Es Eigentlich ist hätte man wirklich aus mehr wie ein Italien Geschenk. taktisch klug sagen müssen, man müsste Zweiter werden. Ja, aber Kasim, der Mancini ist halt so einer, der will immer gewinnen, weißt du, der ist halt Ist ja so, auch ich meine, im gut. Endeffekt ist er eine gute Ist ein Mentalität. Ich weiß, Mourinho-Typ. wir wollen mit sowas halt nichts so mäßig zu tun haben, weißt du. Genau. Was ist das nächste Spiel? I Grande. Wales gegen Dänemark, Digga, das interessiert eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, Das ist um niemanden. 18 Uhr. Leute, nehmt euch um 18 Uhr bitte alle Zeit und guckt dieses Spiel. Nicht. Nicht. Ja, Kasim, was soll ich Nee. da? Also, meiner Meinung nach, ich würde hier den Zufall eigentlich entscheiden. Ich glaube, wenn, also, ich hoffe, dass, wenn Dänemark sich nicht dumm anstellt, können sie es gewinnen. Weil die spielen am Anfang guten Fußball, am Ende geht dir die Puste aus. Ich sage ganz ehrlich, boah, ich weiß nicht, ich glaube, Wales macht es. Ich sag, Wales gewinnt 6-5 nach Elfmeterschießen. Das ist ein guter Call. Weil ich glaube, Dänemark, die unterschätzen das, dass Wales einfach. Was unterschätzen die, dass Wales so eine krasse Mannschaft ist, oder Nein, was? Auf den das nicht, Pressekonferenzen aber. ist Wales stark, ja. Nee, In nicht das, Interviews sind die echt stark. aber ich meine, dass sie. Ich glaube, die sind so ein bisschen überraschungsmäßig da, wie 2016, also nicht ganz wie 2016, aber die sind, glaube ich, die sind nicht so, die sind besser als man denkt, das meine ich. Yes, Sage ich dir ganz Mensch. ehrlich. So, jetzt von der uninteressanten Seite mal wieder einen interessanten Teil. Kasan Portugal gegen Italien. Okay, aber Schwierige das müssen wir jetzt Kiste. nicht tippen, das machen wir dann im Video, im Viertelfinalvideo, oder? Würdest du? Ich meine, wir können ja auch dann nochmal tippen, oder so einfach so. Ich muss jetzt komplett noch tippen. Ja, ich weiß nicht, wie ein Schnelldurchlauf, oder? Ich Ja, war Schnelldurchlauf können wir machen, ja, weil Portugal gegen das können wir machen. Italien. Wer gewinnt? Italien, oder? Portugal gegen Italien. Ja. Oh, das jetzt aus dem Trockenen zu tippen ist schwer. Aber natürlich sage ich halt, ich weiß nicht, ich bin ja eigentlich immer sehr realistisch und auch nicht so krass befangen, wenn es darum geht. Ja, das sind jetzt natürlich, Ja. also ohne handfeste, also ohne Prediction, also es sind nur jetzt Ja, Predictions Italien aus. geht weiter, sage ich. Aus der, das sind aus der Luft gegriffene Reactions, muss man sagen. Weil das Ding ist, Prediction, wahrscheinlich Reactions, Digga, ich meine, Lost. Ja. Weil das Ding ist, wir haben halt nicht, wir müssen halt die Spiele eigentlich sehen. Also gegen Belgien zum Beispiel, es wird krass sein für Portugal, wenn die jetzt, keine Ahnung, 3-0 gewinnen oder so, wird der also ganz anders aussehen. Ja. Frankreich, Kroatien, wer gewinnt? Oh, Rache aus mit zweiter Nacht hin. ganz schweren Herzen und Schmerzen und Durchfall im Anflug, Frankreich. Ja, sich ja, in dem Spiel halt auch so. Kroatien ist nicht mehr das, was 2018 war. Punkt, werde ich. El no, Cousin, Ich alle will. El So no. soll ich die Nächstes anderen Mal Spiele schlägt dich einfach tippen? Carmen. Ja, aber ist halt. Nächstes Mal. Ist, ja, aber ist ja Ja, kein aber Front, Cousin, sie aber. will die Wahrheit aber nicht hören. Ja, Kroatien ist besser als 2018, Doning. So. Danke, danke. Also England gegen Schweden, England macht. Ja, dann Wales, Niederlande oder sehe ich es anders? Was? England, Schweden? England. Ja, also England kommt weiter und Niederlande. Holland. Okay, Ja. unsere, also aus dem Stegreif, die Halbfinalpartien wären jetzt Italien, Frankreich, Niederlande, England. Wären auf jeden Fall würdige Partien. Machen wir erstmal England, Niederlande, würde ich sagen, auch wenn es wieder zweites ist, lel. Eigentlich England. schwierig, England, aber. Ja, will ich auch so mitgehen. England und Und Frank de Boer nochmal bespucken am Mannschaftsbus. ja, finde ich gut, dass er ausrutscht. Ich hoffe, ihm fällt der Kaffeebecher wie mal so mit um. Italien gegen Frankreich. Verlängerung, 118. Minute. Raspadori zahlt es ihn heim für Trezeguet 1-0 Italien. Wäre auf jeden Fall ein guter Call. Ja, das könnte ein echt geiles Spiel werden. Ich ja, glaube, ich schieße in Frankreich 3-0 ab oder so mal Finale. Wäre das geil. Und die Chance alle.
Da geht er schon in der 70. in der 85. geht er schon vom Feld, während er 3-0 verliert, so weißt du, wechselt die Rotationsspieler ein und so, das würde ich sehr fühlen. Ich muss wirklich sagen, alle, dass Harry Kane zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt predikten, wollte ich nur sagen, immer noch 0 Tore hat. Von dem gefallenen Bruder an mich selber, dass ich Harry Kane ertauschen könnte. Okay, will ich gar nicht jetzt lange reden. Ich will es jetzt nicht mehr so in die Länge ziehen. England gegen Italien. Leute, wir wissen den Ausgang. Italien wird Europameister. Das ist echt krank. Oh, Prediction sagst du. Aber ich wollte sagen, dass wirklich im Finale höchstwahrscheinlich wirklich der erste Torschuss von Harry Kane kommen wird im Turnier. Aus 37 Metern in der 90. Minute, nachdem sie schon 2-0 hinten liegen, wo es dann eigentlich um nichts mehr geht, wo dann die Verzweiflungsschüsse kommen, wie von CR7 gegen Inter in der Saison. Also Leute, Italien wird Europameister, wir machen kein Geheimnis draus. Ja, genauso wie ich es getippt habe. Ja, was soll man sagen? Ja, also gut, wenn wir das jetzt mal überall. Also wir haben jetzt mal nur die Achtelfinalpartien getippt. Wollen wir auch gleich noch tippen, wer Weltmeister 2022 wird? Kann man nicht machen, oder Italien Weltmeister. Oh, das ist eine schwierig, ganz, ganz schwierig, aber ich glaube, das Aber Finale wird Italien-Brasilien sein. Ganz unbefangen. was? Und dann kommt die Revenge of von 1994, meinst Aber weißt du, was ich am allermeisten fühlen würde? du? Am allermeisten, wenn Wenn Cedric. Holland gegen Brasilien spielen würde in der Gruppe und Gabigol so einen Hattrick schießt gegen Frank de Boer, Digga. Das würde ich so fühlen, dass ich sogar ein Autokorso machen würde hier im Rhein-Neckar-Kreis. Dann würde ich machen, Digga. Bis Würde ich mitfahren, dahin. dann holen wir uns eine Ja, bis dann habe ich auch Gabigol-Fahne. eigentlich Führerschein, alle. Bis dann habe ich Führerschein eigentlich auch. Könnte ich einfach so keine Ahnung, fahre ich einfach so vor allem Katar, da sind die Spiele ja früh. Fahre ich dann einfach noch spontan zu euch, so einfach so mittwochs oder so, scheiß drauf. Und dann machen wir einfach von Heidelberg oder beziehungsweise von Nussloch nach Rottgau hupen wir die ganze Zeit auf der Autobahn. Easy. Wäre nicht gut. Also Leute, falls ihr noch Kick-Tipp-Tipps braucht, so wird's ausgehen. Ja. Ich würde mal sagen, bald kommt auf jeden Fall nach der EM wird es dann auch wieder Radio Balotelli, also ist noch ein bisschen jetzt hin, aber dann wird es auf jeden Fall Radio Balotelli Liga, die Transfer-Gerüchteküche und ein bisschen Interaufbau wird auf jeden Fall bald wieder weitergehen. Freue ich mich auch schon sehr drauf. Also, ja, eigentlich Yes, freue ich mich man. nicht drauf, aber weil Hakimi geht, aber gut, was soll ich erzählen? Habe ich wenigstens jetzt eine glasklare Sicht. Und ja. Leute, bevor wir jetzt, Kasim, verabschiede dich, ich würde gerne noch ein Zitat dann am Ende sagen. Ja, Leute, haut rein auf jeden Fall. War ein bisschen lang heute, aber warum nicht? Eine Und Stunde wir lang. hören uns im nächsten Podcast. Genau, also ich verabschiede mich auch hier. Und ich würde jetzt einfach nochmal gerne, ohne Kommentar auch wirklich, würde ich jetzt einfach nochmal gerne einen Kommentar, was eigentlich gar nichts mit der EM zu tun hat, würde ich jetzt einfach trotzdem nochmal das Zitat raushauen. Es kommt von Jose Mourinho. Und das heißt einfach, I don't know, because I never lost the Champions League Final. Leute, So ist mit es. dem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao. Balotelli for President. Ciao.